Ach, und guck mal wir hier. Sind im Adiamo wir in haben Oberhausen. Besuch. Tokyo Hotel. Tokyo sind Hotel. Da. Hey, kommt in unsere Mitte. Kommt, wir schummeln uns mal so hier alle in die Mitte. Kuschelt Hallo. Euch ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch zur 1Live-Krone als beste Newcomer 2005. Wo ist die Krone? Dankeschön. Die haben wir schon sicher verstaut. Warum habt ihr sie nicht mitgebracht? Ja, die geht ja vielleicht zu Bruch. Uns stürzen schon unsere Jacken und dann auch noch eine Krone und dann bei Partys, das ist ein bisschen blöd. Watte gepackt und irgendwo. Sag mal, wie hat sich das angefühlt, als ihr auf der Wand gesehen habt, dass eure Säule die mit Abstand längste wurde? Ja, also es war ja auch so irgendwie, am Anfang war unsere Säule noch ziemlich weit unten und wir haben schon so voll das Kribbeln im Bauch und ey, uns ist echt ein Stern vom Herzen gefallen, irgendwie, wo wir gesehen haben, Alter, wir haben schon wieder gewonnen und das ist echt irgendwie, also... So eine Säule sind auch immer besonders spannend. Ja, die sind echt spannend. Weil, weil die dann immer noch mal so ein bisschen zittern lassen und die gehen dann so langsam hoch und ansonsten sind ja da so Umschläge und dann ziehen sie da den Namen gleich raus. Das ist so eine Säule schon noch ein bisschen spannender. So Jungs, jetzt müsst ihr uns natürlich verraten, wie ihr den weiteren Abend handwerklich oder inhaltlich gestaltet. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal anstoßen und Was werdet ihr trinken? Was werden wir trinken? Keine Ahnung. Was gibt's denn? 100%igen Apfelsaft. Wir haben für euch auch einen Kasten Fanta, Kasten Cola vorbereitet. Das könnt ihr mischen ganz nach Lust und Laune. Genau. So wie, wie auf der Cateringliste also. Das ist herrlich. Und Kräuterlimonade aus biologischem Anbau. Genau. Das ist super. Nur die geht eigentlich. Nee, aber jetzt sagt mal wirklich, wie alt seid ihr im Schnitt? 16, 17? Ja, wir sind im Schnitt 17 und Bildlich sind 16. Ja. Und, normalerweise in dem Alter ist man nicht auf solchen Partys. Wie ist das für euch? Man darf jetzt schon Alkohol, das darf man. Mit 16 darf man ja auf so eine Party und man darf Alkohol trinken. Natürlich darfst du, aber als ich 16 war, da habe ich mit meinen Freunden vielleicht auf der Klassenfahrt irgendwie mal ein Memory gespielt. Ja, aber ihr seid jetzt mit all den großen Promis hier unterwegs. Ja, klar. Was denkt ihr euch währenddessen? Bei so einem großen Sachen muss man natürlich die Partys immer mit abgreifen. So. Ich glaube, das hätte jeder gemacht mit 16. Gibt es irgendwen von den Promis, von den Musikern, die hier rumspringen, die ihr richtig bewundert, wo ihr euch freut, die vielleicht heute Abend ein bisschen näher kennenzulernen? Also cool finde ich auf jeden Fall schon mal so Rasmus, die sind sehr, sehr cool. Die haben aber auch Lori hat auch eine ähnliche Frisur wie du, nur mit ein paar Federn drin. Ja, also die Frisur ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich finde die Band auch echt geil, also die spielen auch gut live. Ja, schade, Nena ist nicht da, auf Nena hätte ich mich gefreut, aber naja. Da sagen viele, du hast sogar eine Stimme so ähnlich wie Nena, also dass zum Beispiel durch den Monsun vielleicht da, auch genauso von Nena gesungen sein könnte. Ich habe ja seit ich 6 bin immer nur zu Nena-Platten gesungen. Ja. Schaut mal, was inzwischen eingetroffen ist. Unsere 1Live-Krone. Eure 1Live-Krone. Ja, komm ruhig ein Stückchen näher. Das ist genau unsere 1Live-Krone. Ja, natürlich. Ja, guck klar. Mal. Also ich erkenne das auch mal hier dran. Also ja. Das ist vor allen Dingen ein ordentlicher Kabumsmann, ne? Wenn man den so ein bisschen länger in der Hand hält, dann... Also wir haben ja gedacht, ja, dass sich das Ding so mit so Schleim drin und so, das ist ja ganz geil. Und schaut mal, ihr habt jetzt eine, Miriam hat sogar 2 davon. Ja, das war ein nicht jugendfreier Witz. Anspielung. Würdest du ihn bitte öffentlich dafür verurteilen? Anmache. Ich verurteile dich öffentlich dafür. Oh je, ich denke, wir sollten Schluss machen. Geht ein bisschen feiern. Ja, habt viel Spaß heute Abend. Geht feiern. Und mit euren Eltern ist aber soweit alles klar abgesprochen. Wann kommen die zum Abholen? Ja, Die warten schon draußen im Taxi. In den nächsten 5 Minuten ungefähr. Okay, viel Spaß auf der Party. 5 Minuten lang voller Spaß und Freude. Tokyo Hotel, die Gewinner der 1Live-Krone als beste Newcomer. Stürzt euch ins Getümmel.